Hallo Welt. Wir sind wieder da und versuchen uns diesmal nicht töten zu lassen, indem wir hier erstmal rumlaufen. Die vermuten uns hier gar nicht. Können wir warten, bis die ums Eck kommen. Da zum Beispiel. Beinschuss habe ich nichts gegen. Könnte man machen. Bringt den Gegner vielleicht zu Fall. Anderes Bein auch noch. Nein, so schnell geht's nicht. Okay. Raus hier. Das war knapp. Aber jetzt. Oh, kein Bein in Sicht. Lassen wir das. Ja. Ich wurde nicht einmal getroffen und speichere ab. Oh nein, genau in dem Moment schon wieder. Schon wieder. Genau wie letztens. Das ist mir doch schon mal passiert. Oh Mann, ja, toll. Ich speichere erstmal ab. Schlaftablette. Oh nein. Also ich warte jetzt 1, 2, 3 und dann muss ich den... Nee, das geht nicht. 2 war das jetzt. Das gibt's da nicht. Ist das denn verrückt? Bevor es hell wird, bin ich schon tot. Also, das... Ja, okay, hoffentlich schaffe ich überhaupt jetzt in den Ladebildschirm. Ja, schaffe ich. Laden und tut mir leid. Wir müssen hier nochmal anfangen. Schnell speichern? Nein! Das hat ja nicht geklappt. Abbrechen. Südboston. Südboston sind wir übrigens. Interessant. Boah, ey. Wieso sind die alle so doof? Ich dachte, ein Schuss reicht in den Kopf. Das müsste doch reichen eigentlich. Da kommt sie gleich angerannt. Ja. So schnell kriege ich die doch nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Na, was war das? Hä? Ich krieg die schon von hier. Ich habe was anderes entdeckt gerade. Oder? Der hat doch den Wetz gerade angemacht. Oh yeah. Wow. Wieso bin ich so schwach? Wieso bin ich nur so schwach? Das kann doch nicht sein. Die ist so stark und ich bin so schwach. Ja, toll, ich kann was essen, aber das dauert doch ewig, bis das nochmal angekommen ist, weil ich auf Überleben gestellt habe, Mensch. Jetzt schimmliges Essen. Ist das? Nein, trinkt das schmutzige Wasser auch nicht. Nein. Jetzt macht er irgendwas. Maulwurfsrattenhappen. Ja, ess den. Dann. Da! Süße. Ich habe es gewusst schon. Ja, das macht Spaß. Ich höre es immer noch pochen. Was ist da drin? 50 Kronkorken. Ja, jetzt werde ich mich nicht mehr töten lassen. F5. Diesmal im richtigen Moment. Da kommt sie. Wo bleibt sie? Oh, ich weiß, dass du hier bist. Boah, ich wackel voll rum. Das bin nicht ich. Schon ein Treffer. Ein blöder Treffer und ich bin schon im Popo. Das kann auch nicht sein. Mensch. Ich brauche eine gegrillte Kakerlake. Und ich brauche eine Köterkeule. Und ich brauche... Nein, das brauche ich nicht. Blutkiffen. Maulwurfsrattenfleisch. Psycho. Ach egal, nein. Ich muss das jetzt so durchstehen. Da muss ich durch. Zack. Ich speichere also sogar ab. So mutig bin ich. Keine Ahnung, wo die Frau jetzt ist. Die Dame. Kann ich mich hier oben drauf nicht? Die wäre überrascht, wenn ich da oben stehe auf einmal. Ja, ich bin doch hier. Kleine Schlampe, sagen sie. Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. So sieht es nämlich aus. Ich habe nicht gesagt, ich bin hier. Als ihr nach der kleinen Schlampe gefragt habt.
Na, wo rennen sie denn? Hier kann ich nicht rein. Vielleicht kann ich ja gleich rein. Spaß? Ob wir noch Spaß haben, hat er gefragt. Hast dich verpisst, was? Warte, ich scheuche dich auf. Du versteckst dich hier irgendwo. Also ich bin hier. Kümmer dich mal. Ich kann hier gar nicht rein. Wieso kann ich hier nicht rein? Ich dachte, ich könnte hier schön rein. Ich muss sagen, dass ich das mir möglich machen. Wo ist... Nicht mehr zu sehen von ihm. Wo ist... Ich komme hier nicht durch. Jetzt aber. Jetzt. Da ist sie nicht. Nirgends ist sie. Verflixt, sie ist hier nicht. Gib mir das hier. Oh Mann, bin ich am Wackern. Da ist überhaupt nichts mehr. Toller Witz. Ja. Jetzt aber. Nein, da ist nichts. Da ist gar nichts. Dabei suche ich doch nur ein Zahnrad, Leute. Was habe ich gemacht? Ich hätte die Taste niemals lernen dürfen. Das war ein großer Fehler. Geile Scheiße? Scheiße, was war das? Der Roboter verrät mich mal wieder. Oh, jetzt geht's ab. Was war das? Dachtest, du könntest dich von ihr verstecken. Wo? Oh mein Gott. Die haben mich noch nicht entdeckt, nur den Roboter. Wo sind sie denn? Das dauert so. Ach, da. Das ist mir ja ein scheiß Durcheinander. War das gut oder? Einer weniger wäre doch schon mal was. Peng, in den Kopf. Ach, kann ich ja besser selber schießen. Mann, ja, was ist das normal? Ich frage das jedes Mal, aber ist das so? Versuchen wir es mal anders jetzt. Oh nein, ich bin so weit weg und habe kaum Energie. Naja, ich kann lieber gleich ganz schnell hier oben hoch. Oh nein. Was? Welches? Beide noch in Ordnung? Und das mit mir im Spiel? Oh. Leute, schreibt mir bitte mal, ob das an diesem Überlebensmodus liegt. Das kann doch nicht sein. Ja, ich habe kaum Energie. Ja, ist schon klar. Und dann renne ich da rein. Ich verstehe. Ja. Selber schuld oder so. Aber diesmal werde ich warten, bis meine Energieanzeige aufgeladen ist. Wenn sie aufgeladen ist, dann werde ich abspeichern. So, nicht mehr lang. Ach, das ist die gar nicht. Da unten, links unten ist die Energieanzeige. Du lebst noch? Meine Fresse! Oh! Ach! Gibt's das denn? Ich war doch ganz friedlich jetzt. Ich war doch nur in der Ecke. Aus, ich war im Aus. Ich war eben auf der Ersatzbank schon. Mehr oder weniger. Naja, das dauert zu lange. Nur für ein Zahnrad, der ganze Aufwand. Ich werde sie von dieser Seite nehmen. Oh. Lass dich verpissen, was? Tja. Ich schlör den zu euch hin. Was macht ihr denn dann? Schaff ich das wohl? Ihn anlocken und dann dahin locken. Okay, und durch. Hier bin ich, hallo. Na, verdammt. Das hätte klappen können, wenn ich besser ausgerüstet wäre vielleicht. Die Power-Rüstung hätte ich brauchen können. Aber ich glaube, der wäre mir immer weiter gefolgt. Ich habe den Kopf verletzt. Ich bleib jetzt hier. Also wirklich, ich habe so eine riesen Königs
Majolurg-Königin hingekriegt. So einen dämlichen leuchtenden Majolurg. Naja, nach wie vielen Versuchen auch. Aber immerhin. Und jetzt soll mich so ein paar dämliche Raider aufhalten. Kann ich nicht hier hochspringen? Oh Mann. Ach, da ist es schon wieder. Und nachladen. Ja, klar. Natürlich nachladen jetzt erstmal. Die habe ich erwischt und drücke F5. So sieht sie nämlich aus. So, wie jetzt gemacht. Riecht ihr das? Das riecht nach Erfolg. Ah, was brauche ich denn noch hiervon? Die haben sich verzogen. Mein Kopf ist kaputt. Wenn sie sich verzogen haben. Nein, von wegen, die haben sich verzogen. Da sind sie alle noch ganz fröhlich. Drei, aber nur noch zwei. Höchstens. Was ist denn da los? Alle drei daneben. Kaum zu glauben, wie schlecht ich doch bin. Aber nicht mit mir. Ich laufe hier rum. Und darum. Und dann verstecke ich mich hier. Oh, es wird hell. Keine gute Idee. Ja, ich renne immer davor, vor irgendwelche Wände, weil... Hau ab hier. Weil die Maus so langsam ist. Ich habe das alles auf Dingens gelassen. Werkseinstellungen. Fast alles. Das habe ich auf Überleben gemacht. Überlebensmodus. Vor ein paar Folgen schon. Ja, toll. Nein, wenn ich jetzt rauslande, dann treffe ich doch ihn als Ersten. Aber vielleicht sind sie auch abgelenkt durch ihn. Und ich kann auf ihre Beine schießen, nur einmal. In den Kopf. Okay, auch nicht. Naja, Bein. Okay, nimm das, mach das. Ja, da muss man vorsichtiger sein jetzt. Naja, ob das was hilft. So, jetzt aber. Bein. Oh, scheiße, der ist voll gepanzert. Und nochmal Bein. Ah, das wird ja ein Geduldsspiel hier. Und Bein. Kann ich noch nicht. Raus. Jetzt aber. Och. Leck mich fett, ey. Ich schalte das wieder zurück auf normal. Das ist doch so wirklich kein Spaß. Ich ärgere mich ja. Das ist doch... Unglaublich, die sind ja genauso stark wie diese Majolurg-Königin letztens. Nun gut, von denen gibt es sicher noch mehr. Weißt du, was du mich manchmal kannst? Cotsworth? Hä? Weißt du das? Ah, ich hab V gedrückt statt Q. Q! Ich bin ja voll das Ziel. Ja, Cotsworth. Jetzt mach sie fertig. Für mich einmal. Nein, der ist gut geschützt. Der hat sein Bein da so offen liegen. Ach, das ist doch wirklich ein Schuss. Die müssen mich einmal treffen und dann bin ich tot. Ich muss die 100.000 Mal treffen, mindestens. Und dann noch ins Bein. Eigentlich einmal ein Schuss und das Bein ist ab eigentlich. Mann. Ja, beim nächsten Mal, also in der nächsten Folge, liebe Zuschauer, werden wir natürlich dieses Problem gelöst haben. Und ich bedanke mich für alle Abos und für alle Kommentare und alle Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.